Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen wunderbaren Video. Hier erneut zusammen, jetzt bereits mit Marc. Ja! Hallo! Hallo! Heute gibt es tatsächlich mal eine geplante Aktion. Und zwar haben wir ein Kurventraining. Jo. Ich hab Bock. Wir haben alle Bock. Zu dem Kurventraining, genau, nehmen wir euch mit. Mal sehen, wie viel wir vom Theorieteil filmen. Ja, wahrscheinlich eher weniger. Aber sobald wir dann auf den Motorrädern sitzen und rumfahren oder wie auch immer das Ganze geplant ist, habe ich leider vergessen. Aber es wird ganz sicher ganz witzig. Wir werden, ja, ganz viel Spaß haben. Ja, das hat zwei Top-Idioten, zwei Top-Gedanken ein. Wir sehen uns wieder, wenn... Geil reinscheppert. Ey, jetzt ist das wieder voll unfair. Wir mit den Sportlern müssen uns so runterbrechen. Und die anderen stehen einfach. Was soll denn das? Ich mach Laufrad. Oh Marc, jetzt kann ich dir meinen Arsch ins Gesicht strecken. Oh, Bennys, oh. Du bist schwerer als der Stein. Sei ein Stein. Sei der Stein, fühl den Stein. Oh Benny, ich kann dir mit deinem Hinterrad fast einen Kuss geben. Oh. Schleife jetzt dann gleich einfach Knie. Es reicht mir, ich schleife jetzt. So viel ab. Okay. Ja, also ich habe noch so 0,5 bis 1 cm, je nachdem, wo man schaut. Dann wird's gefährlich. Ja, genau. Oh, ich habe ganz freie Fahrt, Leute. Oh. Ja, dann guck ich. Wie? Da kommst du? Ah! Bist du hinter mir? Nee. Hallo, ich werde mich mal kurz so zwischendrinnen. Wir sind gerade am zweiten Teil des Trainingsfahrens. Also ich kann ja mal kurz das Training beschreiben, wie das generell so abläuft. Wir waren jetzt vormittags auf einer Übungsstrecke, auf der wir, ja, einen Kurvenparcours hatten, wo uns nochmal alles so gezeigt wurde, wie es geht und das Ganze drumherum. Uns Verbesserungsvorschläge gegeben wurden für Drücken, für Legen, für alles Mögliche. Und jetzt ist der zweite Teil, wo wir praktisch in die freie Natur rausgelassen werden. Wie man sieht, wir sind jetzt hier um Freising drumherum unterwegs. Es gibt zwei Abschnitte, die wir insgesamt fahren. Hier ist gerade der erste, wo ich fahre. Hier sieht man schön den Ausblick richtig, ja. Und später fahren wir noch zum zweiten Punkt mit mehr Kurven, beziehungsweise mit anderen Kurven anscheinend. Hier ist eigentlich immer eine ganz schöne Strecke, so eine der wenigen, die es über München gibt. Aber wenn das dann vorbei ist, ist das Training auch schon vorbei und wir sind durch.
Ja. Oh, Marc, ich komm deinem Arsch immer näher. Servus. Die Isa. Meinst du den Abkühl-Tequila? Ja. Oh. Tequila. Oh yeah, baby. Shake that ass. Da hinten waren vorhin Rehe wieder. Boah, wir könnten uns aus den Dingern ein Zelt bauen. Wir haben einen Stau. Da 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 da. Na 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 na. Wir sind im Stau. Die sind lauter als wir. Ja, weil wir gerade stehen halb. Hallo, kleine Katze. Wo ist eine Katze? Du bist eine Süßkatze. Ich bin eine Süßkatze. Oh, ich bin in den Grün gefahren.